Der Annapurna Circuit. 167 Kilometer durch den Himalaya, hoch auf 5.416 Meter, dem Torung La Pass. Mehr als 10.700 Höhenmeter. 11 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Jeden Tag stundenlang wandern. Ob wir das schaffen? Hallo, guten Abend. Ja, wir sind jetzt in Kathmandu im Hotel. Morgen starten wir den Trek und wir sind jetzt noch ganz fleißig dabei, unsere Rucksäcke zu packen. Und das ist Alex' Rucksack. Ganz schön. Ja, schon alles jetzt fleißig eingepackt. Das ist mein Rucksack. Und ich glaube, wir haben beide so zwischen 8 und 9 Kilo, ne? Ja. Also tatsächlich wirklich wenig Gepäck, so wenig wie möglich, weil wir müssen ja alles selber hochtragen, beziehungsweise wir wollen alles selber hochtragen. Wir versuchen es jedenfalls. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Morgen früh geht's los und dann geht's weiter. Unsere Route startet auf 800 Meter in Besi Sahar. Von hier werden wir in 17 Tagen durch viele Dörfer zu unserem Ziel wandern, dem Torung La Pass. Hitze, Kälte, Schnee und die Höhe erwarten uns. Unser Zielort wird Mukdinath sein. Es geht jetzt los. Wir sind angekommen im Besi Sahar. Wir haben gerade noch mal Wasser besorgt, Sonnencreme aufgetragen, weil es wirklich warm hier noch ist im Besi Sahar. Wir laufen jetzt hier noch in kurzer Hose, T-Shirt. Es hat bestimmt 30 Grad. Ja, ich kann es doch gar nicht glauben. Jetzt, it's really happening. Ja, wir starting Annapurna Circuit Track. Richtig krass, Mann, richtig krass. Jetzt geht's nach Bulbule. Das ist unsere erste Station heute. Ciao. Geil. Bis später. Die ersten 300 Meter haben wir. Yeah.
Guten Morgen. Wir haben unsere erste Nacht gut überstanden. Alex ist noch im Tiefschlaf. Oh, der Wecker klingelt. Ich will gleich aufstehen. Wir haben jetzt so ungefähr 7:30 und 8 werden wir frühstücken. Und dann geht's weiter. Aber ich muss sagen, die erste Nacht, ich fand es sehr bequem. Der Schlafsack ist richtig schön, mollig warm. Es war mir sogar fast zu heiß. Die Matratze ist auch überraschenderweise sehr bequem. Alex, was sagst du? Alles genauso. Guten Morgen. Wir haben unser erstes Frühstück hier auf dem Annapurna Circuit. Und wir haben Banana Porridge und Nepali Bread. Thank you. Reich für die Nacht gewesen. Ja, sonst sieht man ja hier, haben wir ein eigenes Bad natürlich. Hier ein eigenes Bad mit klassischem Klo. Schon ein ultra netter Gastgeber mit seiner Frau. Jetzt wurde natürlich direkt gefragt, do you smoke? Ja, dann lasst uns auf. Jetzt geht's ja weiter zur nächsten Station. Genau, wir wandern jetzt weiter. Wir versuchen heute nach Germu zu kommen. Das sind jetzt nur 12 Kilometer. Also Tag 2 auf dem Annapurna Circuit nach Germu. 2. Sind. Die letzten 100 Stufen mussten wir noch hier hochgehen. Um diesen Blick zu haben, haben wir uns nochmal alles geben, damit wir es euch hier nochmal zeigen können. So, wir sind jetzt in Bahundada oder so.
machen jetzt eine kleine Esspause. Es war echt anstrengend gerade. Wir mussten irgendwie 1000 Treppenstufen hoch und das ist echt heiß draußen. Das macht mich richtig fertig. Ja, wenn wir gegessen haben, dann haben wir noch 5 Kilometer bis Germo. Ich hoffe, ich schaff's. Du schaffst es. Ich schaff das. Jetzt gibt's erstmal Knoblauchsuppe. Ein leckeres Knoblauchsüppchen. Ich vermute mal, hier sind zwischen 5 und 10 Zehen drin. Aber ist lecker, ne? Ja, lecker. Leicht Knoblauchig. Und dann erreichten wir Germu. Unsere ersten beiden Wandertage waren noch relativ einfach. Ob das so bleiben wird?